Humor ist, wenn man trotzdem kauft. Das scheint heute das Motto an der Wall Street zu sein. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Wir haben jetzt wirklich eine negative Drehung, was die US-Berichtssaison betrifft. Wir hatten gestern Texas Instruments miserabel, Umsatzgewinnwarnung etc. etc. Texas Instruments gilt als Bellwether, als praktisch Frühindikator oder als Beispiel für die gesamte Halbleiterindustrie insgesamt. Dann hatten wir Caterpillar heute, gilt als Bellwether praktisch für die gesamte Weltkonjunktur. Katastrophal miserabel, muss man sagen. Und dann kam Boeing auch mit sehr schwachen Zahlen. Aber das Einzige, was Boeing und die Boeing-Aktie heute nach oben gebracht hat, war die unbegründete Aussage, oder zumindest nicht nachweisbar, irgendwie begründbare Aussage von Boeing, dass man eben hofft, dass im vierten Quartal jetzt dann die 737 MAX wieder fliegen werden. Ob dem so ist, das sei mal dahingestellt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Die Europäer, die sperren sich noch etwas und sagen, nee, so schnell werden wir das nicht akzeptieren. Erstmal muss diese Software ausprobiert werden, etc., etc., bis da überhaupt was passiert. Schauen wir uns die Dinge mal an, was da eigentlich so passiert ist. Da haben wir zunächst mal hier Caterpillar. Wir sehen, dass das Unternehmen auch die Umsatzerwartung verfehlt hat, aber dass man vor allem Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie, 8% unter dem Vorjahresquartal ist. Und das, obwohl die Aktie typischerweise 7% ihrer gesamten Aktien in diesem Zeitraum aufgekauft hat, sogenannte Buybacks. Man hat also 7% der eigenen Aktienbestände aufgekauft und trotzdem sind die Earnings per Share 8% geringer. Das ist schon mal entsprechend. Und das Unternehmen sagt hier, ja, es war vor allem Asien, Pazifik, das sehr schwach war, schlechtere Nachfrage in China. Dann sagt man, ja, die haben jetzt viel vorher schon praktisch auf Halde bestellt, viele Unternehmen, und dadurch sind jetzt die Neuaufträge etwas schwächer. Das wird sich auch in 2020 nicht ändern. Auch großartige Aussichten. Mithin gibt es also wenig Bedarf auch im nächsten Jahr an Caterpillar-Maschinen, weil eben die Firmen sich vorher schon eingedeckt haben, und das kann eigentlich nur bedeuten, dass dann auch das Jahr 2020 nicht allzu gut wird. Dann schauen wir uns mal Boeing an. Hier eben mit der, wie manche Kommentatoren sagen, lächerlichen Aussage, dass im vierten Quartal diese 737 MAX wieder fliegen werden. Aber wir sehen, dass die Aktie zwar heute der Leader ist, der Führer ist im Dow Jones mit zwischenzeitlich fast 4% im Plus, und das bei den Zahlen eben aufgrund der Hoffnung, die Boeing geschürt hat, dass man da bald wieder an den Start gehen kann. Man hat jetzt die Produktion dieser 737 MAX-Maschinen gesenkt von 14 auf 12 im Monat, wird also schon vorsichtiger. Man hat über 700 Maschinen, die jetzt irgendwo geparkt sind, die also nicht in der Luft sind und absehbar auch nicht in die Luft werden steigen können. Da muss erst diese Software abgenommen werden, da muss wirklich auf Herz und Nieren geprüft werden. Dass das noch im vierten Quartal passiert, halte ich fast für ausgeschlossen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Was wir vor allem sehen, ist, dass Boeing die Schulden erhöht hat. Wir hatten im zweiten Quartal noch einen Schuldenstand von 17,3 Milliarden, jetzt sind es auf einmal 22,8 Milliarden. Und damit werden unter anderem Forderungen finanziert, ja, von anderen Airlines, die eben sagen, wir wollen Schadensersatz, weil wir nicht mit diesen Maschinen fliegen können. Das wird für Boeing noch eine richtig schwere Geschichte. Cashburn, also das Verbrennen von Kapital, so stark wie seit 9 Jahren nicht mehr. Das ist also sozusagen der Auftakt, aber man wundert sich ja über nichts mehr, vor allem wenn wir in die USA gucken. Hier zum Beispiel WeWork, das ja kürzlich jetzt praktisch von Softbank aufgekauft wurde für ein paar Milliarden, 7 oder 8 Milliarden waren es, glaube ich. Das ist etwas weniger als kürzlich eben noch die Bewertung von 47 Milliarden Dollar, die WeWork kürzlich sozusagen pre-IPO-mäßig noch hatte. Inzwischen ist es so, dass die Firma ohne diesen Kauf nächste Woche wohl schon out of cash wäre. Die müsste also nächste Woche Insolvenz anmelden, weil sie kein Geld mehr hat. Softbank, dieser japanische Konzern, geht ein immenses Risiko ein, das jetzt aufzukaufen. Aber es zeigt eben, dass wir hier, wie wir hier sehen können, hier sind die IPOs, die profitabel sind, dunkelblau, und die IPOs, die nicht profitabel sind, die sind hellblau. Und wir sehen, dass wir fast in 2019 einen immer stärkeren Überhang haben an unprofitablen Unternehmen. WeWork ist dafür ein paradigmatisches Beispiel. Und dann sagt hier Greekfire, eine Firma, die nächste Woche kein Geld mehr hätte und kürzlich noch mit 47 Milliarden Dollar bewertet war,
Da gibt es anders als 1999, also kurz vor Platzen der New Economy Blase, keine Anzeichen von Euphorie an den Märkten. Nein, nicht wirklich. Das kann doch kein Mensch behaupten. Was haben wir noch? Wir haben dann interessante Dinge hier in Sachen DAX zum Beispiel. Der DAX hält sich ja heute überraschend gut, hält sich in letzter Zeit überraschend gut. Jede Brexit-Headline wird gefeiert. Heute zum Beispiel die Aussage, ja, dass wahrscheinlich die EU dann bis Ende Januar die Brexit-Frist verlängern wird. Und bums, ging es erstmal 70 Punkte nach oben im DAX. Hurra, als wäre das eigentlich nicht bekannt. Da wird es noch einige Folgen des Brexit geben, wenn die denn mal raus sind irgendwann, die Briten, die noch nicht wirklich bedacht sind. Zum Beispiel Roaming, da sitzen eine Menge Engländer irgendwo im Ausland und werden dann plötzlich nicht mehr zu diesen Konditionen telefonieren können und. Also da ist noch viel sozusagen, was überhaupt noch nicht in der Konsequenz absehbar ist, wenn sie denn mal wirklich hier draußen sind. Aber der DAX freut sich. Die EU hat heute gesagt, nein, wir werden heute nicht entscheiden, wie lange diese Frist jetzt verlängert wird. Boris Johnson steuert auf Neuwahlen zu, das scheint relativ klar. Sollte er die verlieren, dann ist möglicherweise auch ein zweites Referendum über den Brexit insgesamt wieder möglich. Da ist also alles möglich und vor allem das Gegenteil davon. In Sachen Politik und Donald Trump, der hat heute ja sich in Sachen Syrien wieder geäußert und gesagt, ja super, wir haben das Öl da gesichert, das sind nur ein paar Mann von uns da, die passen drauf auf. Und ansonsten ist es super gelaufen. Wir haben jetzt einige amerikanische Soldaten, die in den Irak und in Saudi-Arabien stationiert wurden. Die Saudis haben uns dafür bezahlt, hat der Trump gesagt, ganz klar. Jetzt sehen wir jedenfalls einen Bericht in der New York Times, der sagt, die Ukraine wurde schon Anfang August informiert, dass dieses Budget von 391 Millionen Dollar nicht freigegeben wird. Und das konterkariert eben die Aussage von Trump und auch von Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten selbst, dass man da nicht unter Druck war. Wenn also klar ist, aha, die Amerikaner haben erstmal diese Finanzhilfen eingefroren und dann ein solches Telefonat stattfindet zwischen Trump und Zelensky, dann ist eigentlich klar, dass da natürlich schon ein bisschen Druck ist. Und da gab es ja jetzt Aussagen des ehemaligen amerikanischen Botschafters in der Ukraine, die Donald Trump weiter schwer belasten. Gleichwohl dürfte Trump nach wie vor vorne liegen. Ich hatte heute Morgen Elizabeth Warren als große Gefahr, vor allem für die Tech-Industrie genannt, als schwarzer Schwan. Wir sehen, dass sie vorne liegt, was die sogenannten Democratic Primaries betrifft, also die Vorausscheidung, da führt sie mit 36,9%. Letzte Woche waren es noch 50%. Donald Trump dürfte zu 41,5% gewählt werden, so die aktuellen Wahrscheinlichkeitswetten, während Elizabeth Warren nur auf 18,2% kommt. Aber so sicher ist die ganze Geschichte nicht, wenn die Wirtschaft weiter abschmiert in den USA oder weiter Schwäche zeigt. Dann wird es schwierig, es ist noch kein Präsident in einer Rezession wirklich gewählt worden. Schauen wir uns die Charts an, was passiert da von Capital.com. Wir sehen den Dow Jones 26.811. Viel Humor, dass man das noch mitträgt. Boeing und Caterpillar waren zwischenzeitlich die führenden Aktien heute im Dow Jones. Das ist fast schon ein Witz. Wir haben dann den S&P 500 2998 nach wie vor in Sichtweite der 3000er Marke. Wir sehen hier den Nasdaq 100 bei 7871. Heute Abend Microsoft und vor allem Tesla bei Finanzmarktwelt.de ab 22 Uhr. Tesla ist eigentlich annonciert für, das habe ich hier irgendwo für Sie eigentlich vorbereitet. Wo habe ich es? Jedenfalls 22 Uhr 40 eigentlich Netflix und 22.05 Uhr so um den Dreh heißt es, würde dann Microsoft kommen. Microsoft natürlich ein absolutes Schwergewicht, aber Netflix, nicht Netflix sage ich schon, sondern Tesla. Tesla ist ebenso für das Sentiment, ähnlich wie Netflix, sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns dann mal den Euro-Dollar an. Wir sind bei 1,1118. Den DAX hatten wir vorhin schon abgehandelt. Den wollte ich noch mal kurz besprechen. Da ist nämlich mal eine hoffnungsfrohe Botschaft, die ich Ihnen mitgeben will, liebe Bullen. Da ist es nämlich so, dass wir jetzt, stand gestern, 76% der Aktien, die im DAX handeln, über dem 200-Tages-Durchschnitt haben. Das gab es zuletzt schon einige Male, aber in 100% der Fälle war der DAX 6 bis 12 Monate später höher gestanden als zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist. Also wenn das nicht bullisch ist, meine Damen und Herren, dann weiß ich nicht was. Das war der Euro 1,1118, wenig verändert, leichte Schwäche, der DAX eben bei der 12.800er Marke. Wie gesagt, da ist jede Brexit-Headline wird da geradezu abgefeiert. Was macht Gold? Kann sich ein bisschen nach oben schleichen, 1493, heute ja Abverkauf bei den Kryptos. Im Umfeld
der Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem Senat und wir haben hier den Ölpreis jetzt wieder über der 55er Marke, höchster Stand im Oktober, nachdem heute die Öllagerbestände überraschenderweise zurückgegangen waren, statt gestiegen zu sein. Ich glaube, die letzten 6 Wochen in Folge waren die Öllagerbestände ja rückläufig. Das hat den Ölpreis immer ein bisschen belastet. Humor ist, wenn man trotzdem kauft, das ist das Motto heute. Jetzt dürfen wir gespannt sein auf Tesla und Microsoft heute Abend. Das dürfte dann die Tech-Werte nachhaltig beeinflussen, nachdem Texas Instruments gestern ja schon schwer versagt hat, muss jetzt geliefert werden langsam, sonst droht diese Berichtssaison endgültig, oder nicht endgültig, aber vorübergehend im Mindesten ins Negative weiterzukippen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Tschüss.